Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder was auch immer. Ich grüße euch zur neuen Super Challenge. Ja, Freunde, es ist mal wieder soweit. Super Challenge Time hier. Wir sind das letzte Mal mal wieder den zweiten Platz belegt und auch in der Gesamtwertung haben wir den zweiten Platz und das ist doch mal richtig fett. Den möchte ich natürlich halten. Ich habe aber mal wieder ein ungutes Gefühl bei diesem Spiel, denn wir spielen Lind. Oder auch sozusagen eine Flash-Version von Super Meat Boy. Und ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber, mein Gott, einfach drauf los, oder? Wir durften die ersten drei Levels anspielen. Und ich habe die drei Levels mir ein bisschen lange zu Gemüte geführt. Einfach, um die Steuerung ein bisschen zu verinnerlichen. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht so viel Blödsinn hinterherkommt, weil man kennt es ja aus Meat Boy, diese Fallen und was da nicht alles. Ach du Kacke, also ich würde mich sowas eigentlich nie trauen zu spielen, ehrlich gesagt. Ich finde das immer beneidenswert und die Leute, die das Let's Playen haben, mein vollstes Respekt, ganz ehrlich. Und jetzt muss ich es doch spielen, oh Mann. Egal. Also, wir sind dieses kleine Kügelchen, wo ihr das seht, und wir können springen, wir können an den Wänden so hoch hangeln und jumpen, wir können einen Doppelsprung machen, wir können, ja, so Sachen ausnutzen wie ein Trampolin, was weiß ich nicht alles, was da noch kommen mag. Ja, und wir müssen durch das Level kommen. Punkte habe ich nicht gesehen, ich sehe nur eine Zeit, also geht es wohl darum, wer am wenigsten Zeit braucht. Oh je. Okay, fangen wir einfach an, ne? Wie gesagt, die ersten drei Levels kenne ich, ab dann ist alles blind. So, das ist Level 1 dann. So, also wir müssen immer durch die Levels kommen. Da oben rechts seht ihr meine Zeit. Das geht ja schon gut los, so. Ich versuche einfach mal oben zu bleiben, weil oben ist weiter weg vom Abgrund. Na, da müssen wir mit dem großen Sprung, jawohl. Also ihr seht, man kann einen Doppelsprung machen, aber das war's dann auch. Oh, okay, das ist jetzt schon wieder neu für mich. Okay, das schaffe ich gar nicht. Oh Gott, es geht schon los. Die ersten drei und im vierten fängt die verdammten Fallen an. Ah, so ein Dreck. Okay, weiter. Mach mal langsam, auch wenn es um Zeit geht, aber es hat ja sicher auch ein bisschen was mit Timing zu tun. Okay, das sieht wieder einfach aus. Wir gehen da hoch. Wow. Okay. Schauen wir mal. Oh nee. Oh nee. Oh Gott, wie mache ich das? Schauen wir mal. Das war schon mal. Obwohl. Ein Doppelsprung haben wir dann noch. Ah ja, okay. Man muss das mit den Doppelsprüngen nicht immer gut ausnutzen. So. Wie ihr seht, da sollte ich erst an die Wand und. Oh, ne, das kann ich nicht. Ach du Kacke. Oh, scheiße. Ah, man kommt dann immer einen Screen. Man könnte ja auch den unteren Weg nehmen. Ich glaube, der ist einfacher. Ich nehme den unteren Weg, sonst verliere ich hier nur massig Zeit. Boing. Zack. So, und da muss man ja nur springen, oder? Uah. Kein Doppelsprung hier machen. Das heißt, kurz auf die Taste drücken, man spielt. Shit. Man spielt das Ganze mit der Pfeiltastatur. Ich kann mir vorstellen, dass sowas mit dem Joypad tausendmal besser funktioniert. Oh. Oh. Fuck. Oh. Entschuldigung. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht kann ich ja auch. Ja, ich kann ja auch über zwei. Oh, Mann. Mein Herz, okay. Okay, wir sind drüber. Okay, hier, irgendeine böse Falle. Okay, wir gehen mal oben rum. Hui. Huch, super, jetzt sind wir runtergefallen. Das war natürlich toll. Aber ist eigentlich egal, weil hier passiert uns nichts. Und zack. Okay, oben oder unten? Oben sieht irgendwie so einfach aus. Da ist doch bestimmt was. Mal gucken. Lalala. Okay. Nicht jeder Raum hat Fallen. Das ist doch mal beruhigend. Okay, Stacheln. Wir sollten die Seite nehmen, wo keine sind. Nämlich die. Ach, es sind ja überall Stacheln, ich Idiot. Okay. Da müssen wir einfach schnell machen. Ich finde übrigens den Soundtrack sau schön. Also das ist mal richtig. Aua, scheiße. Dann müssen wir mal schnell machen hier. Oh, Mann, gibt's ja nicht. So, komm. Oh Mann! Verdammt! Ich verliere zu viel Zeit. Und um Zeit geht es hier bei Super. Nein, Super Meat Boy ist es nicht. Es ist Lind. Es ist einfach nur Lind.
Wir haben es. Okay, ich habe keine Ahnung, wie sich da meine Kollegen anstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Beta-Gott da abgeht wie ein Zäpfchen, weil er auf Arcade-Scheiß steht. Und ich spiele sowas eigentlich nie, Leute. Ach nee, Mann, der zerstampft mich doch bestimmt. Moment, Timing, ein bisschen angucken. Fuck. Fuck. Ah, doch noch geschafft. Nee, doch nicht. Verdammt, es hat so ausgesehen als... Okay, ich hätte es geschafft, aber nee. Ah, Mann, das kostet jetzt natürlich wieder Zeit. Und ja, ich nehme den oberen, längeren Weg. Der ist mir einfach... Na, das wird nichts. Fuck! Oh Mann, wie... Aber das war sauknapp, oder? Also viel hat da nicht gefehlt. Komm. Ah, Mann. Timing ist doch alles hier. Ja, bitte, geht doch. Okay, gut. Die fahren ja runter. Was für ein Mistvieh hier. So, geht aber. War jetzt nicht so schwer. Was ist hier die Tücke? Oh. Okay. Okay. Also manche Levels finde ich deutlich einfacher wie die davor. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, oder? Keine Ahnung. Ah, verdammt. Das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach. Das war geil. Das war geil, okay. So schlecht bin ich gar nicht. Ich hab mir die Fallen noch bisher ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber gut, ich weiß ja noch nicht, was da. Aua, was da noch so kommt. Oh ne, das ist jetzt scheiße, oder? Oh, das ist jetzt blöd. Das mit Level mag ich nicht. Das ist mir zu viel Timing auf einmal. Ganz ehrlich. Oh nee, hopp. Oh ne, Mann. Oh ne, komm, kann man das nicht überspringen? Oh Gott, ne. Komm, Ruhe. Mann, ich muss ein bisschen anders taktieren hier. Jetzt. Oh. Kann man da nicht einfach ruhig. Oh Mann, ich kann das nicht. Oh. Komm, jetzt mit Stil hier. Och. Hey, ich schaff das nicht. Ganz ehrlich. Und ich verliere jetzt massig Zeit. Das ärgert mich. Komm, da muss doch was drin sein. Es war die ganze Zeit eigentlich sehr passabel, möchte ich meinen. Also es kam mir passabel vor. Das gibt's doch nicht. Ich schaff diese Stelle nicht. Ich krieg das Timing hier nicht hin. Ganz ehrlich. Der obere ist ja überhaupt nicht das Problem. Ich muss nur mit dem unteren klarkommen. Okay, still sitzen bleiben darf ich auch nicht. Ah! Jetzt! Schnell rüber! Meine Fresse! So. Okay, da würde ich versuchen... Darf man auf das schwarze Ding drauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Probier's mal. Okay, das geht von meinen Künsten her eh nicht so ganz. Ah. Ah, komm. Ja, mit einem schönen Sprung geht das. Warte mal. Jetzt. Ah, fast. Na, Quatsch. Oh, scheiße. Nee, komm, das geht aber. Ich muss nur... Jetzt. Wow, ah, zu weit, verdammt. Jetzt verliere ich echt viel Zeit. Schade. Zu früh. Hä? Okay. Okay, ich darf auf das schwarze Ding nicht drauf, ist schon klar. Verdammt. Jetzt habe ich das Timing nicht raus. Oh Mann. Es geht doch in das blöde Ding da rein. Boah, endlich. Blödes Ding. Ui. So. Was geht hier ab? Ich sterbe. Okay. Ich würde gern... Hallo. Ich möchte das Trampolin benutzen. Danke. Ah, da komme ich gar nicht rein. Ich bin zu blöd dafür. Okay. Boah, den Sound, den könnte ich mir noch stundenlang anhören, ganz ehrlich. Okay. Ach, das ging ja noch gut. Was ist hier das Besondere? Das ist so ein Bubble-Bubble-Vieh, oder? Egal. Okay, jetzt wird es wieder einfacher auf einmal. Warum auch immer. Huch, okay, das ist aber nicht so schlimm. Was ist hier die Tücke? Nix. Okay. Aber manchmal schnull ich das nicht ganz. Der Raum vorne, also hier ist gar nichts in der Raum vorne. Hallo? Okay, kann man hier oben rum?
probier's mal. Ne, das geht nicht oben hin, oder? Mal gucken, vielleicht mit Schwung. Ne, das geht nicht. Ich muss unten durch. Okay, wir müssen unten durch. Oh ne, das kann nicht was werden. Oh. Okay. Oh, verdammt. Oh, das Level gefällt mir nicht. Also das Spiel ist geil, muss ich echt sagen. Es ist ein ganz netter Klon zu Meat Boy. Boah, das ist jetzt eine fiese Stelle, finde ich. Mann, hier oben. An Gott! Scheiße! Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Entschuldigung. Oh ne, oder? Mann! Jetzt pupst dich doch, Mann! Lass mich in Ruhe. Oh nö. Also das Level ist dumm. Da ganz unten rechts ist aber so ein Teil. Aber ne, das kann ich nicht ausnutzen, oder? Das könnte ich höchstens nach dem zweiten ausnutzen. Das mache ich vielleicht sogar, wenn ich mal wieder hinkommen würde. Oh, fuck. Oh, Mann. Komm, ich will doch nur durchkommen. Och man, also stellenweise würde ich behaupten, habe ich mich gut angestellt, aber solche Räume, die eigentlich jetzt nicht so das Problem sein sollten, die versauen mir jetzt meine Zeit. Das ist schade. Das ist echt schade, langsam. Oh, und dann rollt er auch so blöd. Das damit machen, das bringt ja überhaupt nichts, okay. Man muss doch auch oben rumkommen, oder? Da gibt's doch irgendwie einen Super-Skill garantiert, dass man das kann. Vielleicht im allerletzten Moment. Ne, das geht nicht. Das ist vielleicht auch nur so eine falsche Fährte. Nein! Mann! Da will man irgendwie sicherstehen an so einen Scheiß. Boah, ist das Level blöd. Oh, komm! Das ist doch nämlich normal. Also, ich bin nämlich normal. Das Level ist nicht schuld. Ich bin's wirklich. Also, das kann nicht sein. Und ich stehe doch nur einen Millimeter von dem Stachel weg. Warum werde ich dann doch angemotzt hier? Okay, da unten nun geht's aber nicht, oder? Das ist... Oder doch? Probier's jetzt echt unten rum. Ist mir egal. So, und dann einen Zacken drüber. Ah! Okay, okay. Ist egal, Leute. Wir sind drüber. Auf diesem kleinen Scheißding sind... Ne, wir sind nicht drüber. Doch, wir sind drüber. Wir sind im nächsten Level. Okay. Muss ich nur irgendwie... Oh Gott, ne. Was habe ich mir jetzt verbaut, oder was? Sag mir bitte jetzt nicht, dass das mir nichts bringt, da unten zu sein. Warum macht der jetzt eigentlich keinen Doppelsprung mehr? Was ist denn los? Was macht er wieder? Okay. Aber da... Wieso mache ich keinen Doppelsprung mehr? Also... Okay. Der macht keinen Doppelsprung, wenn ich Anlauf nehme hier. Was soll denn das? Ah, jetzt. Okay, ich weiß jetzt, warum es nicht ging. Aber das bringt mir gerade gar nichts. Ah doch, ich muss wieder auf die andere Seite. Okay. Oh Mann, war das... Warte mal, ich gehe jetzt mal kurz darüber. Oha. Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Hallo? Ich glaube, ich habe das Spiel irgendwie zum... Hängen gebracht. Was ist denn los? Ich habe meinen ultimativen Death hier, verdammt! Ich habe, Leute, ich habe was falsch gemacht. Ich wollte eigentlich safen quasi. Und jetzt sterbe ich hier sekündlich. Und ich komme nicht rüber. Ich kann nichts machen. Wie sieht denn jetzt das Reglement aus hier? Ich habe keine Ahnung, Wolf. Oh Mann. Also die Zeit ist eh scheiße, oder? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann da nicht raus. Es geht nicht. Ich kann drücken, was ich will. Ich wollte eigentlich nur safen. Ich wollte jetzt wieder zurück, damit der nächste Screen hier beginnt, auf dieser Plattform und nicht auf der unteren, wenn ich sterbe. Ihr wisst sicher, was ich meine, ne? Und ich komme nicht weg. Also ich habe das Spiel getötet irgendwie. Die Zeit läuft und... Also keine Ahnung, was jetzt noch gekommen wäre. Also... Soll ich nochmal spielen? Nee, das wäre unfair. Hm.
Okay, also ich habe es wirklich gebracht, das Spiel zum Töten zu bringen. Ich kann nichts machen. Ich kann um Verrenk nichts machen. Er reagiert auf keinen Befehl. Nee, da geht überhaupt nichts. Egal wie oft ich drücke und mache und tue, es ist, ich habe das Spiel zum Crashen gebracht. Ja, scheiß entwickelt. Ganz schlechtes Game, wirklich. Ich habe einen Bug gefunden. Das kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Verdammt. Ja, also ich nehme an, ich werde dadurch jetzt disqualifiziert. Oder man rechnet sich aus, wie viel ich theoretisch... Oder ne, ich weiß, wie wir es machen. Ich mache jetzt einen Cut, Leute. Und dann werde ich an der... Ich werde jetzt nochmal bis an diese Stelle spielen, ja? Ich werde nochmal bis an diese Stelle... Bis zu dem aktuellen Screen spielen. Und dann rechnen wir die Zeit... mit meiner vorigen Zeit natürlich, bevor dieser Bug begonnen hat, addieren wir. Also Wolf, du kannst das ja bestätigen, ob das in Ordnung geht. Ich würde sagen, ja. Also wir rechnen die alte Zeit bis zum Bug zusammen mit der Zeit, ja, die dann noch kommen mag. Aber ich muss erst bis dahin spielen, also ich pausiere die Aufnahme. Einen Moment bitte. So, Leute, ich bin an dieser Stelle und ich laufe nun verdammt nochmal nicht zurück, denn ihr wisst, was passiert. Also, das ist ein kleiner Bug. So, und ich gehe weiter, denn meine Zeit läuft an dieser Stelle. Und wir müssen die halt mit der alten Zeit addieren. Also, das, was ihr oben rechts seht, das ist nicht meine aktuelle Zeit. Das ist, ja, das muss ich dann nochmal erklären für die Leute, die... Hoppala, ups, ich muss ja hoch, verdammt. Für die Leute, die nur bis zum Ende des Videos spulen, die... Oh Gott, wo bin ich? Achso. Die wären dann vielleicht ein bisschen verwirrt. Deswegen muss ich das in einer Notiz oder so, muss ich das erklären. Ach komm, jetzt stelle ich mich aber nicht blöd an. Das hat mich jetzt auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Oh Mann, ich hoffe, das Spiel geht nicht mehr lang. Muss ich jetzt da runter oder was? Da ist... Nee, das wäre ein Abgrund, ne? Und statt drauf? Ah. Shit, schaffe ich das? Oh, verdammt. Oh gut, jetzt ist es ja offen. Jetzt können wir da einfach... gemütlich jumpen, jawohl. Oh Mann, Leute, das, also ich habe einen Bug gefunden, also ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war, dass man sich das so böse verbauen kann. Muss ich jetzt mit... Muss ich den da rein, oder was? Okay. Wenigstens das check ich. Ich werde garantiert nicht mehr dieses Feld da unten rechts nehmen. Gott, warum bin ich nur auf diese blöde Idee gekommen, wirklich? Gehe ich einfach oben rum hier? Mann, oh Mann, Leute. Also, das war echt ärgerlich. Ich werde mir das dann gleich ausrechnen, wie viel ich in der zweiten Hälfte gebraucht habe und rechne es mit der ersten alten Hälfte durch. Und dann werde ich es als Notiz hinterlassen. Der obere Weg wäre bestimmt besser, oder? Obwohl. Okay, so geht's auch. Gut, das fand ich jetzt ein bisschen einfach. Ist dem Entwickler jetzt nichts mehr eingefallen? Also, lieber Entwickler, du hast zwei Bugs in diesem Spiel. Der erste Bug, der war ja sehr offensichtlich. Der andere, wenn man genau am Anfang Level ist, nach dem Tod, dann kann man irgendwie mit Anlauf keinen Doppelsprung dann machen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Das habe ich vorhin mit dem gleichen Screen auch erlebt. So. Jetzt wieder so eine Timings-Geschichte. Was will mir dieses Steuerkreuz sagen? Ich bin mir da gar nicht sicher, was das von mir will. Naja. Zack. Ach, verdammt. Sollte ja irgendwie besser reinspringen. Von weiter weg. Ah! Oh, da bin ich jetzt echt schlecht drin. Was soll denn das haben? Oh, Mann! Unten durch geht ja nicht, ne? So wie ich das sehe. Oh, das kann ich. Nee, das geht auch nicht. Warte. Ah, Moment. Wenn ich da andocke... Was? Och, Manne. Komm, das ist doch eigentlich ein einfaches Screen. Ich muss doch da durchkommen einfach nur. Was soll denn das jetzt? Oh, nö. Oder ich mache schon weit weg einen Doppelsprung. Das kann ich auch mal probieren. Ne, das geht, oder? Kann ich von oben rüber so? Geht das zufällig? Ne, das geht nicht. Ach, dumm. Ist das ein blödes Level jetzt? Komm! Oh, fuck. Eigentlich ist es einfach. Was soll denn das jetzt?
Oh Mann, das wird eine ganz schlechte Platzierung, Leute. Aber das habe ich mir ja gedacht. Das habe ich mir ja sowas von gedacht. Oh Gott, wir sind durch. Ich fasse es nicht. Wir sind durch. Ja, Leute. Also, ich werde jetzt meinen Punktestand nicht senden, weil der ist eh falsch. Ja, der ist nicht der richtige. Ihr werdet jetzt hier ein Kommentarfeld sehen von mir, eine Notiz, was meine echte Zeit ist. Ich werde das jetzt ausrechnen. Natürlich vom ersten Bug, von der ersten Hälfte bis zum Bug, bis zum zweiten Versuch an der gleichen Stelle. Ich denke, das ist fair. Wenn nicht, dann könnt ihr mich auch disqualifizieren. ja, auf jeden Fall dürfte es ein bisschen verwirrend mit meiner Zeit dann sein, denke ich mal. Also so lange habe ich ja eigentlich doch nicht gebraucht. Und ja, schauen wir mal, was die anderen machen. Ich habe keinen Peil. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Also ich find das Spielidee geil. Und vielleicht spiele ich doch mal Super Meat Boy. Irgendwas hat's ja, ne? Aber gut bin ich nicht drin. Und ich sehe mich jetzt schon wieder auf dem zweitletzten. Aber ist mir egal. Danach ist bekanntlich der obere Platz wieder dran. Also was soll's. So Leute, bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, bringt das Spiel nicht zum Backen. Mal gucken, ob es die anderen vielleicht auch schaffen. Ich schau mal gleich rein. Bis dahin.